Hallo und herzlich willkommen hier auf Die Miris, dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Heute mit dabei... Can! Und... meine Wenigkeit, Sarah. Überraschenderweise ganz viele Pakete. Wir haben natürlich ganz viele von Amazon dabei, von unserer Wishlist, sowohl von den Miris als auch von deiner, als auch von meiner. Also vielen Dank dafür. Und das war das Intro. Und jetzt hier die Meerschweinchen. Und auf geht's. Gib mir ein Paket los. Komm, irgendwas. Okay, das ist von der Amazon Wishlist. Von welcher? Keine Ahnung. Gras! Das ist nicht falsch zu verstehen. Das ist Katzengras. Also Kleintiergras. Ne? Also. Ich muss mal anmerken, dass unsere Messer langsam unscharf werden. Meins ist scharf. Wie man verstimmt. Und noch mehr Katzengras zum Einpflanzen von Nadine K. Das ist cool, dankeschön. Was haben wir hier? Von Philipp K. Ich will auch wissen, wie laut die Miris sind. Schöne Adventszeit. Euer Frischi. Oh mein Gott, der Frischi. Tada. Wir haben uns nämlich mal eine super lustige Idee einfallen lassen. Und zwar, wir schauen mal, wie laut unsere Miris sind. Und danach gehen wir zu den Schweinwohnern und schauen, wie laut die sind. Nee, jetzt wird es irgendwie lauter. Keine Ahnung. Ah! 60. Okay, gut. Knapp das war 90. Und es ist ein Manga von... Oh, es ist kein Zettel bei. Warum ist kein Zettel dabei? Da sind sonst immer Zettel bei. Von wem ist das? Oh mein Gott, dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön an... leider unbekannt. Erfolgreich Can verwirrt. Es ist schwer. Ich habe ein Paket von Vivian aus Lindlar. Liebe Sarah, lieber Can, ich heiße Vivian und bin 5 Jahre. Eure Videos sind toll. Ich gucke euch immer ganz zu. Ganz zu? Ja, ist doch gut, dass du ganz zu guckst. Ich habe mich verlesen. Ich gucke euch immer gerne zu. Ich liebe eure Miris. Wir haben selber 4 Stück. Sie heißen Emmy, Mona, Susi und Jerry. Mona gefällt mir. Genshin Impact Player wissen das. Ich habe schon wieder nichts. Ich weiß nicht, von wem das ist. Blood on the Tracks und Knights of Sidonia. Ein Bounty! Jetzt muss ich das anfassen, das ist ja eklig. Sie hat ein Bild gemalt, ein riesiges Bild. Das ist größer als DIN A4. Ja. Und sie hat natürlich auch noch Knabbereien eingepackt für die Miris. Und das eine fasse ich nicht mehr an, aber das sind noch ganz viele Knabbereien für uns. Dann gib mir noch irgendwas. Das ist kurz nach Weihnachten und es fühlt sich wieder an wie Weihnachten. Ah, das hier ist von Diana. Dankeschön, Misaki. Denn es ist nämlich Espresso und die habe ich mir schon einen von geklaut, weil ich habe nämlich eine Espresso-Maschine gekauft und ich musste dringend wach sein. Ich habe auch Espresso. Warum hast du denn Espresso? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Dankeschön. Diana hat auch sehr viel übertrieben. Ich habe Miso-Suppe bekommen. Sie wünscht uns schöne Weihnachten. Die hatten wir auf jeden Fall an uns voll gefressen. 3 Tage durchfressen. Was habt ihr so an den Feiertagen gemacht? Irgendwas Besonderes? Mehr Miso. Danke. Oh, gut. Die haben jetzt nicht ernsthaft alles einzeln eingepackt. Das ist das Geschenk. Das ist die Verpackung. Und jede dieser Tütensuppen ist in ein Paket eingepackt, statt alle, die gleichzeitig gekauft wurden. Was für eine Umweltverschmutzung mit den Dingern. Ja. Oh mein Gott. Das mache ich jetzt noch 2-mal. Mach ruhig weiter. Okay. Tja, ich habe letztens das erste Päckchen davon ausgepackt. Und das hier ist das zweite Spiel davon. Wer weiß denn sowas? Schaut ihr das eigentlich auch? Ah, guck immer nur, what the fuck. Ja, jetzt habe ich erstmal Miso-Suppe genug. Vielen Dank, Diana. Ich bin so gespannt. Das ist ein Fanpaket. Das ist nicht von Amazon Wishlist. Oh mein Gott. Von Katharina Ed aus Greifenberg. Guck mal, das ist von dir. Sarah. Nee, ich habe uns keins geschickt. Von Sarah an Sarah. Aus Plettenberg. Dankeschön. Oh, servierten. Danke. Woher wusstest du das? Oh, ein faltiger Hundi. Der riecht nach Tee. Hier ist Tee drin. Und jetzt riecht der übelst nach Tee. Also wir haben einen faltigen Hund und einen Elefant. Was ist das? Und ich habe ein bemaltes Glas, das schwer aufzukriegen ist, mit Figürchen drin. Oh, die glitten. Ah, nein! Wäscheklammern mit grün. Ah, nein, das ist zum Bilder aufhängen. Das ist so eine Leine, die kannst du dann anbringen und dann kannst du da Bilder dranhängen an die... Kakao. Wie das cool. Ist cool. Das seriously ernst, das ist cool. Das trinke ich morgens. Und Lachgummi-Softies. Wo wir gerade dabei sind, abzunehmen. Ich habe Knabbersachen für die Meerschweinchen. Dieses Ding hier ist für die Oma. Oh mein Gott, ist das cute. Dankeschön, dass du an die Oma denkst. Das ist ja mega cute. Das muss ich ihr geben. Das gebe ich so rüber. Schokolade habe ich auch noch. Tee. So.
so. Das habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Vielen Dank. Lieber Chan, liebe Sarah, ich wollte einfach mal Danke sagen. Hier habe ich etwas Kleines zum Naschen eingepackt. Ich habe auch Meerschweinchen. Und zwar 5 Stück. Seppi, Basti, Jim Jim, Stevie, Flummi. Und bei den Zeichnungen. Dankeschön. Guck mal, unser neues Motiv. Ich habe noch mehr. Riesen, da sind die Blondenzieher. Kennst du die noch? Kennst du noch? Ich liebe die Riesen. Jeder liebt die. Wenn du die nicht magst, was ist falsch mit dir? Die haben mir als Kind tatsächlich sehr viel Karies gegeben. Ja, und Blonden gezogen, nachdem ich Karies hatte. Ja. Das da nehme ich und das da nehme ich. Du nimmst gar keins. Wir haben selber welche. Aber hier hat sie noch ein Papagei gemalt. Und in einem weißen Umschlag. Oh, ich brauche deine Hände. Hier, nimm meine Hände. Da ist ja Kleingeld drin. Und Euros. Und ein 2-Euro-Stück. Warum? Ist eine gute Spende für Bananasplit bei. Dankeschön. Dankeschön. Wo tue ich das jetzt hin? Ah, geh auf. Ah, ich werde hier verdrängt von der Couch. Oh mein Gott. Die Moon Power. Oh Gott, die Moon Power. Die hat schon wieder so viel gekauft. Oh nein, was hast du alles gekauft? Einfach aus Prinzip, damit dein Stapel der Schande wieder größer wird. I'm sorry, Chan. Habe das Spiel vor einigen Jahren zum Geburtstag bekommen. Allerdings habe ich es noch nicht geöffnet, weil ich nicht so viel so mit Strategien spielen habe. Vielleicht ist es optisch. Oh, das hier ist noch unbekannt. Leider steht hier nichts bei, aber wir haben ein neues Häuschen für die Meerschweinchen. Vielen, vielen Dank. Mit wundervollen mehreren Eingängen. Finde ich total cool. Hier steht auch das Gleiche draus. Einfach aus Prinzip, damit der Stab der Stande kleiner, grünlich kleiner wird. Einfach aus Prinzip. Sie hat einfach Copy-Paste gemacht. Wirklich Copy-Paste gemacht, was? Hier ist auch noch was für dich bei. Oh mein Gott. Flying Witch, ein Manga auf Englisch. Super geil, ich liebe den, ich vergötter den. More than a Doll. 4. Princess in the Demon Castle Nummer 13. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, wie viel ist da drin? Guck dir das mal an. Das ist K-On auf Blu-ray, die 2. Staffel. Und Stella, die komplette Staffel, auch auf Blu-ray. Ah! Das ist anscheinend Weihnachtsgeschenke. Ah, danke! Da habe ich einfach mal was zu gucken und zu lesen. Auch wenn Weihnachten schon ein paar Tage her ist, aber... Viel Spaß mit deiner neuen Lichtquelle, Sarah. Oh, was ist das denn hier? Und noch ein Häuschen. Wir tauschen ja gerade alle Häuser aus. Das sollte man alle Jubeljahre mal tun. Stapeln kannst du es auch, einwandfrei. Das ist für dich. Was? Oh, zocken! Oh mein Gott, was? Das sind mehrere? Das habe ich nicht gesehen. Okay, ich habe jetzt 2 Lichterketten für meinen Stream. Ich streame übrigens auch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Überraschung. Katan, das Spiel bekommen. Wir haben es erst letztens vor einer Woche entdeckt für uns und haben es seitdem ein paar Mal gespielt und wir lieben es. Ich habe es auf die Wishlist getan und Celine hat es instant gekauft. Vielen Dank. Dann machen wir das doch noch gemeinsam auf. Und zwar ist das von Emma und Judith aus Dormagen. Ja, guck mal, wir machen das gemeinsam auf. Es ist von 2 Personen. Ich sehe Chips. Ich sehe Chips. Chips, Chips, Chips. Ich sehe Erbsenflocken. Erbsenflocken. Kamillekräuter. Hallo die Meris, wir sind Emma und Judith, beste Freundinnen und große Meri-Fans. Wir haben auch selber Meerschweinchen. Wir hoffen, euch gefällt unser Paket. Und wie heißt sie? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich wollte gerade sagen, sonst schreiben die Leute immer, wie das viele. Das ist nicht so kurz. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Oh Gott, das ist so viel. Hör auf, die Riesen zu klauen. Dann würde ich sagen, wir pflanzen jetzt das Gras an. Du baust deine Lichterkäste auf. Die freuen sich immer neue Häuser. Wir haben ganz viel zu gucken und zu lesen. Danke für alles. Geh auch direkt zur Oma rüber und gib ihr die Pralinen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen rauf. Und damit würde ich sagen, man hört. Und stört sich. Bis dann. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Furz.